Hallo ihr Lieben, Wikinger-Freunde. ja, jetzt Eivor Story ist beendet. Und jetzt gibt es noch die restlichen Rätsel und Schätze zu lösen und zu finden. Ich habe mich jetzt entschieden, hier mal mit dem Aussichtspunkt anzufangen. Mal gucken, was der noch aufdeckt. Dann werde ich mich erstmal hier rüber arbeiten. Und dann geht es im Süden weiter. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Jetzt werde ich auch noch nass. Okay. Hier gibt es bestimmt noch was unter Wasser. Habe ich so ein Gefühl. Und hier liegt ein Boot. Okay, hier muss ich wohl noch ein paar Kinder retten. Aber erst zum Aussichtspunkt. Fein, fein, abgeschlossen. Aufgedeckt hat er aber eigentlich nichts. Außer das direkt hier im Aussichtspunkt. Dann wollen wir doch mal gucken. Schätzli gibt es hier auch noch. Woher hätte warte, dass hier noch was kommt? Na gut, hier oben sind noch feste Magon. Da kann ich vielleicht dann anschließend mal hin. Und sehe ich jetzt aber hier oben erstmal nichts. Hier oben ist noch ein Schatz. Mal kicken. Ansonsten ist hier alles fertig. Hier oben ist auch noch ein Riesending. Hier gibt es auch noch einen Aussichtspunkt. Verstehe. Also erstmal das hier, dann hier zur Feste Magon und dann mal gucken, wie viel Zeit verstrichen ist. Ich glaube, ganz wunderbar ist aber irgendwie auch hoch, vermute ich mal. Ich höre auf jeden Fall. Was sollen wir tun? Hey du! Kannst du schwimmen? Na, ein bisschen. Unser Vater ist da unten und sucht nach Schätzen. Tief getaucht, aber ich kann ihn nicht mehr sehen. Okay. Ich muss auch umsuchen. Das ist das Meer, was mit mir gesprochen hat. Okay, mit dem kann ich ihn anscheinend nicht so tief getaucht, ist aber auch gar nicht. Altes Kissen, sehr schön. Alles, was man braucht. Okay. Da können wir nicht hoch, verstehe. Der See ist sehr tief. Hast du wenigstens den Schatz gefunden? Ja, nehmt dieses Schmuckstück, das euer Vater suchte. Es gehört rechtmäßig euch. Danke, mutiger Reisender. Wir wussten, du würdest es finden.
Und was ist mit Vater? Hast du ihn gefunden? Dieser See ist jetzt das Grab eures Vaters. Doch durch sein letztes Geschenk überlebt die Erinnerung an ihn. Du meinst, er ist ertrunken? Wo ist der Rest eurer Familie? Mutter ist krank geworden und hat sich nicht erholt. Sie ist unter der Erde. Sonst haben wir niemanden mehr. Rita, weißt du noch? Vater, Schwester in Jofovik. Verkauft dieses Schmuckstück und reist zu eurer Tante. Euer Vater würde das wollen. Weltereignis, versunkene Hoffnung. Nichtsdestotrotz ist hier noch irgendwo ein Schatz. Die Götter schämen sich nicht. Wo denn jetzt hin? Genau unter mir. Okay, ich muss wohl da unten durch. Okay, da war ja relativ einfach noch ranzukommen. Aber waren hier nicht noch ein paar Schätzlis mehr? Da ist noch einer. So, weiter oben. Frühstückseier. So, Schatz gefunden. Wer war der Olenakum-Turm? Dann mal da hoch. Ich glaube, in der Feste war ich eigentlich auch schon. Scheint auch alles kleine zu sein. Komme ich da jetzt wirklich hin? Da ist nichts Größeres bei, eigentlich. Na komm, wir reiten mal kurz hin.
Also doch ganz schön weit weg. Daran erinnern? Nicht wirklich. Also nicht an die lange kaputte Brücke. Okay. Da ist sie, die Feste Margon. Ich glaube, hier war ich schon mal im Rahmen einer Quest. Hab dann aber die Schätze nicht gesammelt. Nummer 1 war ja schon mal relativ einfach. Nummer 2 auch. Attentäterrune. Da. Ach. Ja, ich stehe mir ja nicht im Weg rum. Oh, Leder und Goldboy eigentlich nicht mehr wirklich. Thank you.
Ja, ob ich jetzt hier nochmal unbedingt hätte hin müssen, wahrscheinlich nicht. Glaube ich, erstmal den machen. Drüben nicht gerade ausgesehen, nee, ne? So, mal gespannt. Ich sehe ja gar nichts hier. Moment mal ja aus, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ein Altar, gebe Gabe darbieten 3 Titanen. Gut, dass ich die dabei habe. Opferaltar, Stein von Mamtor. Kleines Mini-Stonehenge. Ach, das ist wieder so ein besonderer Stein, verstehe. Eins der Geheimnisse Britanniens. Und mit Hellboy auch nicht mehr. Habe ich hier nicht eben durchgegangen oder so? Drüben geht's weiter. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich da rüber komme. Also nicht. So, hätte ich nicht gedacht, dass das klappt. Noch ein Rätsel. Na, sind doch immer Rätsel. Auf jeden Fall schon mal ein Opal.
Der Wettstein von Tutwal Tutglüt. Um den Klingenerhalter zu finden, sei so trittsicher wie eine Bergziege. Erstes Blut bedeutet letzter Atemzug für jene, die deine Entschlossenheit prüfen. Bin jetzt gerade nicht so sicher. Also es muss hier weitergehen irgendwo, weil ich hier nicht rauskomme. Kann ich natürlich mit Teleport machen, aber... Erstmal sehe ich hier nichts. Er hat ja was von dem Rätsel gesagt.
Okay, also so komme ich hier raus. Ich würde sagen, ich muss hier erst den Schlüssel finden. Oder es gibt noch einen anderen Eingang, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Den kann ich auch mal gucken. Wenn, wird er ja aber in der anderen Richtung liegen, glaube ich. Ihr Lieben, anscheinend gibt es hier einen Bug, weswegen der Schlüssel mir bisher nicht gegeben wurde. Das Glätt soll den eigentlich haben. Und habe da gesucht wie ein Irrer und habe es nicht gefunden. Deswegen ist das Video hier auch jetzt ein bisschen zusammengeschnitten. Ich habe den Tipp gefunden, dass man hier bei Fertigkeiten flinke Finger rausnehmen soll. Hier unten. Ich bin mal gespannt, ob... jetzt habe ich mich verklickt, verdammt. Ob das jetzt funktioniert. Ich lasse mich überraschen. Wir werden sehen. Jetzt habe ich den Schlüssel. Ihr habt keine Ahnung, wie lange ich hier rumgelaufen bin. Es gibt noch einen zweiten Höhleneingang. Und ich habe noch weitere gesucht, bin zehnmal um den Berg rumgelaufen. Und dann habe ich was gemacht, was ich normalerweise nicht mache, also eher selten. Habe nach einem Bug gesucht bei Google und habe dann diese Lösung gefunden. Also wenn ihr das Problem habt, deaktiviert linke Finger und dann ist der Schlüssel da. Eventuell müsst ihr nochmal relocken, das Spiel neu starten und sowas. Das hat mich schon ein bisschen Nerven gekostet, muss ich gestehen. Natürlich die Frage, wie es hier drin weitergeht. Und scheint nicht viel zu sein, außer der großen Statue. Titan. Römische Geheimnisse. Die Pikten und die Dänen kämpfen verbissen um diese Lande und wir sitzen zwischen ihnen fest. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir müssen weiterhin unsere römischen Vorfahren ehren und ihre hier ruhenden Schätze in ihrem Namen beschützen. Entstehen Gedenken an ihr Blut, das durch diese Lande strömt. Eine Puppe. Und ein Lederball, irgendwie passend. Natürlich trotzdem die Frage, wo es weitergeht. Komm ich nicht mehr hoch, oder was? Doch, hier geht's hoch. Aber irgendwo muss es hier auch weitergehen. So, hier war die Tür. Theoretisch müssen wir in die Richtung. Man muss da drüben irgendwo weitergehen.
falsche Richtung. Verdammt. Ne, nicht da hoch. Darüber. Da lang. Den hatte ich doch eben, oder? Ja. Aber gibt es da zwei Briefe? Wenn man jetzt gar nicht so sehe. Hallo? Okay. War schon mal nicht schlecht, da unten scheint nichts zu sein. Trotzdem fehlt hier natürlich noch das Wichtigste. Warum würde ich jetzt mal vom nicht da runter. Da ist er. Zeichen. Inschrift des Wetzsteins. Hast du Mut und schärfst dein Schwert an diesem Wetzstein, tötet dein Schwert einen jeden, den es schneidet. Bist du feige und benutzt diesen Wetzstein, verweigert dein Schwert dir den Dienst und schneidet gar niemanden. Schätze Britanniens, Sparthöhle zu Deorbi. Genau, hier ist dann der zweite Ausgang. Was ist denn hier noch? Silber. Ich glaube, sonst ist hier aber nichts mehr. Schon immer noch angezeigt. Naja. Genau, hier ist dann nämlich auch der zweite Eingang. Beziehungsweise Ausgang. Dann kommen wir hier an der Seite wieder raus. Und hier über den Hügel drüber ist dann der eigentliche Eingang. Puh, bin froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Und wie gesagt, wird das jetzt noch ein bisschen schneiden. Und hoffe, ich kann euch mit dem Tipp bezüglich des Schlüssels weiterhelfen. Bei mir hat es geklappt. Ich hoffe, bei euch dann auch. Und ja. Lasst mir gerne ein Abo da, würde mich freuen. Und sonst bis zur nächsten Folge. Ich mache hier oben weiter. Und wahrscheinlich ist man hier oben. Das ist auch noch ein Buch des Wissens. Oder ich mache erst den Ort hier, ich weiß noch nicht.
Der wird mir wahrscheinlich wieder umbringen. Die Dinger mag ich ja nicht so. Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.